Ja, guten Tag. Mein Name ist Dr. Bernhard Waldheim. Herr Koch, ich bin Wirtschaftsanwalt und ich bin tätig in Angelegenheiten des Wirtschafts- und Wettbewerbrechtes. Es geht um Folgendes. Sie haben im Memminger Kurier inseriert, dass Sie zum Beispiel auch Wurzelstockfräsungen anbieten. Ja, genau. Also es ist natürlich so, dass Sie im Großraum Illerbachen-Iller, Sie der einzige Anbieter einer solchen Maschine sind und sozusagen in diesem Wirtschaftsbereich eine Monopolstellung haben. Ja, das heißt, dass Sie nach dem neuen EU-Recht dort keine einseitige Alleinstellungswerbung machen dürfen. Das wird ja immer noch besser. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine einstweilige Unterlassungsverfügung unterschreiben würden, ist die Sache erledigt für Sie. Aber was heißt das? Dann bräuchte ich nur noch Ihre Bankverbindung, dann können wir das mit der Kostenpauschale gleich verrechnen. Dann soll ich noch gestraft für das, dass ich noch arbeite und eine Maschine kaufe, oder was? Ja, nee. Wie kommt es so an? Ich bin Tag und Nacht beim Arbeiten. Und jetzt kommen Sie und ich kaufe mir die Maschine, muss ich so der Aschefräser, dass ich Arbeit bekomme. Und dann muss ich noch eine Strafe zahlen oder Unterlassungsklage oder so. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Ja, das ist ja nur die Kostenpauschale, die wir brauchen um die Bearbeitungsgebühr. Das sind ja aber lediglich nur 1250 Euro. Na, da verkaufe ich die Maschine wieder. Ich meine, was kann der Wurzelstock dafür, dass ausgerechnet Sie jetzt Ihre Aggressionen an wehrlosen Pflanzen austürmen müssen? Also dann kann ja der Wurzelstock dafür, der Wurzelstock ist kaputt, sobald der Baum oben weg ist. Herr Koch, dann würde ich sagen, also wenn wir uns darüber einigen, über diese einstweilige Verfügung, dann rate ich Ihnen dringend eine Gesprächstherapie bei einem Psychoanalytiker. Und ich kenne auch schon einen, der heißt Telefoncheck. Jeden Morgen neu, um kurz nach 6:30, der Radio 7 Telefoncheck. Ach du Schäme. Einstweilige Verfügung, ist okay. Ich komme mal vorbei und lasse meine Aggressionen bei Ihnen.